Alter. Ah, da oben sehe ich auch noch Kobalt. Fabio? Ja, ich bin noch da. Okay, gut. Ich muss doch mal jetzt Zigarette ausmachen, bevor ich hier irgendwas anfacke. Es wäre nicht gut, wenn meine Eltern nicht da sind, das anzufackeln. Kommen zurück und die Bude ist abgebrannt, ne? Hallo? Ja. Ja? Also, was zuerst? Der Mega-Shark. Also, ein Mini-Shark. Ja gut, logischerweise. Der Fabio hat einen. Illegal Parts. Boah, scheiße. Mhm. Das wird teuer. Ungeheuer. Dann Soul of Might, das ist diese blauen 20 Stück und noch irgendwas, das habe ich jetzt gerade vergessen. Was, Soul of Might? Ach Mann. Mhm. Soul of Might ist, da müssen wir gegen den Destroyer of Worlds kämpfen. Der Drache da, gell? Nee, nicht der Drache, der Wurm, der... Ah. Der Metallene, einer der also neuen... Also die blauen halt. Ja, ja, die droppt der. Soul of Might ist das und der, dann gibt's ja noch The Twins, also die erweiterte Form von Eye of Cthulhu. Das droppt The Soul of Sight, was ich noch in Erinnerung habe, und The Soul of Fright bekommen wir von Skeletron Prime. Und dann gibt's noch The Soul of Light, The Soul of Night und The Soul of Flight. Ja, langweilig, ne? Ich weiß. Und man braucht noch diese Shark Fins, 5 Stück davon. Yeah! Na, herrlich. Also der Spaß ist nicht ganz wichtig. Aber dafür ist es eine der... Oder was heißt eine der besten? Es ist die beste Schusswaffe dann im Spiel. Ah, warte, Fabio, ich komme. Achso, du hast zugebaut, okay. Ja. Jetzt wollte ich ihm gerade zur Hilfe ein und er baut einfach zu. Hier sind auch noch unentdeckte Höhlen, sehe ich gerade. Ich muss sagen, wir halten uns doch schon ganz gut im Underground Hello. Eine Trance Potion. Was man hier nicht alles findet. Und was ihr ja noch wissen wolltet, waren diese Healing Potions. Ja. Da braucht man Bottled Water, Pixie Dust und Crystal Shard, einen. Crystal Shard, okay. Pixie Dust. Drei. Pixie Dust müssen wir besorgen. Den gibt's im Hello, im Oberirdischen. Und surprise, surprise, wird von Pixies gedroppt. It's magic! Noch was machen? Nee, das war's erstmal, danke. Und dann wird Küche im Auto. Es ist nämlich Nacht. Dann möchte ich nirgends hingehen. Wie gesagt, wir schauen jetzt mal, dass wir genügend... Fabio, wie viel Crystal Shards hast du denn schon? Lass mich erstmal zu dir. Also ich habe 35. Ich habe 7. Du hast 7? Okay. Ja, ich habe mir mehr Kobalt jetzt geholt. Da ist auch noch welches, falls du es dir snacken willst. Nee, ich will das Mithril und das andere Ding. Das andere habe ich noch gar nicht gefunden bis jetzt. Irgendwo schon mal gesehen. Adamantit. Ja, da konnten wir es noch nicht abbauen. Ja, auf dem Highway to Hell. Ja, genau. Scheiße. Nein! Sage nicht so. Bitte. Oh Mann, wenn ich das jetzt hier mache, dann bohre ich hier das Wasser auf. Na egal. Ne? Tja, Fabio, so schnell ist man im Darkroom. Hier ist Adamantit. Ja, das sehe ich gerade, ja. Oh, und du hast sehr, sehr viel Mithril gefunden. Ja. Alles mitnehmen, alles einsacken. Es wird nichts zurückgelassen. Wir brauchen alles. Was ich irgendwie schade finde, ist, dass man sich kein Kobalt-Shield craften kann. Das kann man nur finden.
Yeah, you guys eat my shit. Findest du das? Ah, jetzt muss ich ja noch aufstehen. Oh, eine Soul. Eine Soul of Light habe ich hier. Stirb, Skeleton Archer. Haha. Papau. Papa Bock. Wie im Skyrim Let's Play. Dann mache ich das ja auch immer, wenn ich einen Huhn finde. Ich finde, du solltest mich da mal einladen als Gasthuhn. Als Gasthuhn? Du bist doch schon Gasthase. Ja, aber nicht bei Skyrim. Du hast das Ding mit Arsch gesammelt. Ah, ne, da ist noch. Das Ding mit Arsch. Ne, das Ding mit A hab ich. Hinter dir! Ah! Oh, bloß ab, Drecksack. Ich mein, Platz für dich! Ich spüre meinen Sack, schade. Ich baue's gerade ab. Ich kann's gar nicht abbauen. Wieso nicht? Sind deine Eier doch zu schwach dafür, oder was? Mehr von dem Scheiß für mich, oder für uns. Geht nicht. Tja, dann bist du zu schwach. Und das ist zu stark. Geh mal weg da. Lass mal Mario hin. Da siehst du, Mario kann ja alles. So. Da unten ist noch mehr. Ja, da viele Zigeuner. Ja, und ich flieg natürlich in die Zigeuner rein. Das ist natürlich wieder klar. Verpiss dich! Ich hab keinen Bock zu sterben. War mir so geil. Ah, verpiss dich. Ah! Ah! Friss Penis! Mama mia, was machst du hier? Wie sie nicht erwünscht, der Archer. Ah! Jawohl! Oh oh! Au! Oh. Aha! Nein, Broken Armor! Adamantit! Macht Appetit! Oh, sogar gar nicht mal so. Oh, da unten sehe ich noch mehr. Der kann sich hier reinporten. Ah! Verpiss dich! Hier, nimm mich! Kämpfe gegen mich, du Sack! Da ist einer. Ja, gesehen. Ja, draußen interessierst du mich nicht. Komm rein jetzt. Du wirst an mich lästig, du Sackgesicht. Jetzt kommt noch einer. Man braucht, glaube ich, um Adamantit einschmelzen zu können, braucht man erst so einen Adamantit-Ofen. Da darfst du noch mal ins Terraria-Wiki schauen. Geht's gerade schlecht. Danke. Schauen wir mal, wie man das Ding craftet. Oh, da sehe ich noch mehr von dem Zeug. Du nimmst die Crystal Shards mit, Fabio. Jo. Nice one. Ah. Da sehen wir von uns mit seinen ersten Adamantit-Waffen durch die Gegend läuft. Aber wie gesagt, das Zeug ist scheiße teuer. Die Leine! Danke. Es war mir für ein Vergnügen, deinen Arsch zu retten. Da kommt noch ein. Ja, kommt aber gerade nicht her.
Nicht das Mithril da unten. Oder Kobalt. Das ist Kobalt. Mithril ist mehr grünlich. Ich bin eh gerade nur an dem roten Zeug interessiert. Drecksack. Wie gesagt, das Einzige, vor dem wir uns wirklich in Acht nehmen müssen, sind diese Chaos Elementals, weil die können ganz schön Damage reinhauen. So. Ganz im Gegensatz zu ihm hier. Und da ist sein Lichtlein ausgeblasen. Blasen gesagt. So. Oh, hier ist gerade ein Crystal Shard gewachsen. Also tief findet man natürlich immer schönen Scheiß. Ach, da ist Schmiedred. Da weiter rechts. Ja, weiter oben habe ich auch noch welches gesehen. Aber wie gesagt, das holen wir uns jetzt alles ganz brav nach der Reihe. Schauen, dass wir dabei nicht den Sanktus machen. Nee, komm hier hoch, Fabio. Lass uns oben rumgehen, dass wir noch... Ich passe auch auf dich auf und kill die ganzen... Dein Muramasa kannst du in die Tonne treten. Auch in eine der Kisten oben, in eine von den Shadow Chests. Okay. Musst du halt schauen, in welche. Ich glaube, ja, okay. In die mittlere. Naja, keine Angst. Meister Max ist hier, um dich zu beschützen. Da haben wir eins noch übersehen. Also hier oben sind 14. Ich habe ein volles Inventar und habe 40. Das heißt, das nächste ist schon mal drin. Das ist auf jeden Fall drin, aber wir sammeln ja hier noch ordentlich. Und tschüss, dämlicher Chaos-Elemente. Wie viele halt. Wir halten die Festung, Fabio. Mario und Tuxedo halten alles zusammen. Eigentlich bräuchten wir noch so ein Luigi-Kostüm. Ein Sailor Moon irgendwie angebracht war. Ah, es ist in mir drin? Piss dich mal aus mir raus, du Schwuchtel. Jetzt hör doch mal auf, mich in mir drin zu sein, du Sack. Das finde ich voll richtig ätzend. Ich will jetzt aber wirklich gleich mal 100 Crystal Shards machen, dass jeder von euch so einen Face Saber bekommt, weil wie gesagt, das Ding ist sau stark. Genau, hol du dir schon mal die Crystal Shards. Ich kümmere mich mal hier um... mehr Adamantit für unsere Schatzkammer. Was denn schon wieder? Jetzt fuchtel nicht hier mal so rum, ey. Was für Verkürre hier mit deinem Rumgefuchtel. Also hast du jetzt rausgefunden, was man für so einen Adamantitofen braucht? Ne, hab ich nicht geschaut. Ich war halt da nicht oben. Zu dem Zeitpunkt. Gut, dann sobald du... Zeit findest, bitte mal kurz nachschauen. Ah, ja genau. Ist klar. Mama mia, was kann man nur für ein Arschloch sein? Ah, shit. Die rotzen schon noch ganz gut Damage, gell, Fabio? Oh ja. Ja,
Oh oh. Oh, da ist eine Chest. Ja, der traue ich aber nicht. Die stand da nämlich vorher noch nicht. Aber erst will ich die anderen Penner hier besiegt haben. Jetzt komm halt her. Was war das? Ich hab doch gesagt, warte noch. Ah! Was, ein Kompass? Super, ein Kompass bringt in diesem Spiel auch voll. Plus 20 Mana. Oh. Kann Tami haben. Warum gibt ein Kompass mehr Mana? Was ist denn das für eine Logik? Kann die mal irgendeiner erklären. Okay. So, hier gibt's auch noch welche. Na genau, du kannst mal hier das Kobalt abbauen, dann mache ich mich da unten mal ans Mithril und sobald du Hilfe brauchst, sagst du es. Dann komme ich, um dich zu retten. Ach ja, und du kannst dann auch noch, wenn du im Terraria-Wiki bist, deine Waffe nachschauen noch. Ja, ich bin gerade im Dschungel, weil ihr mir ja nicht helft. Ja, wir helfen dir ja. Ich komme, Fabio, bleib wo du bist. Ich rette dich. Was baust du dich denn auch ein? Nein! Du verdammter Zigeuner, gerade wo ich weg wollte. Okay, ganz ruhig bleiben. Bau dich ein. Ich baue mich ein. Scheiße, ich komme nie in dein Zeug ran. Ey, immer wenn ich mich weg... Das Gas langsam dreckig.